Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu 60 Sekunden. Für mich sind nicht nur 60 Sekunden vergangen, sondern einige Minuten und Stunden mehr, denn ich habe das letzte Mal gestern mit euch gespielt. Und dann kamen so einige Sachen, die wir terminlich erledigen mussten, dazwischen. Und deswegen komme ich erst am heutigen Tag wieder dazu. So, liebe Leute, lasst mich mal kurz meine Haarbürste beiseite schieben, denn ich habe mich schon gekämmt heute. Wow, was ist passiert? Ich weiß auch gar nicht, wie spät wir es haben, aber ein bisschen Zeit habe ich bestimmt noch, um zu spielen. Weil wir dann auch später wieder Termine haben. So, okay. Legen wir mal los. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was passiert ist. Sie hatten wir rausgeschickt für, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen sehr krank und verrückt war, weil ich halt dachte, okay, dann lieber sie opfern, als jemand anderen noch kranker werden zu lassen. Tag 18. Die beste Medizin für jede Krankheit ist Zähne zusammenbeißen und ignorieren. Das hat unsere Großmutter immer gesagt. Andererseits ist sie schon eine ganze Weile tot, nämlich seit dem hässlichen Froschbiss im zarten Alter von 25. Froschbiss? Können wir etwas Wasser übrigen? Mary Jane fragt danach. Timmy ist immer noch krank und Ted hat Durst. Okay, Mary Jane. Und er hier. Wir geben Timmy mal was zu futtern. Das Symbol ist hier noch da, aber ich kann es nicht verwenden, ne? Naja. Der Kater knurrt unsere Vorräte an. Wir wissen gar nicht, ob Katzen Suppen fressen. Aber etwas anderes steht heute nicht auf dem Speiseplan und wir entscheiden, ob wir unsere tomatenhaltige Delikatesse mit unserem Haustier teilen wollen. Ja, wir geben dem auch was. Tag 19 und wir trinken alle einen köstlichen Schluck Tee oder Wasser oder was auch immer ihr als Getränk dastehen habt. Denn ihr wisst, gesund ist es. So, Tag 19. Der kleine Teufel hat den gesamten Doseninhalt in weniger als 60 Sekunden verputzt und nichts übrig gelassen, rein gar nichts. Danach macht er ein ausgiebiges und friedliches Nickerchen. So nervt er uns zumindest eine Weile nicht. Ja, wir wollen ja auch nicht, dass er stirbt. Dann hat er halt sehr Hunger gehabt, als er draußen rumgerannt ist. Mary Janes Zustand hat sich auch heute nicht verbessert. Timmy ist als beim Alten. Und es war ein ruhiger Morgen für Ted und es geht ihm gut. Okay. Geben wir allen was Kleines zu futtern. Würde ich sagen. Ein oder zwei Spiele können die Stimmung etwas auflockern und uns von den heutigen und morgigen Problemen ablenken. Und hey, spielen macht Spaß. Also warum sollten wir nicht ab und an mal was probieren? Ja, wir haben ja Spiele. Mach doch. Tag 20. Okay. Die hielten es für eine gute Idee, das Schweigespiel zu spielen. Die Stille war zu nervig. Oh, wow. Und wir haben schnell wieder aufgehört. Die Tuba war schon schlimm genug, aber dieses Husten ist einfach nur schrecklich. Mary Jane braucht dringend Medizin. Oh. Timmy ist ein wahrer Pfadfinder. Er macht das Beste aus der Situation und wirkt sogar fröhlich. Naja. Hätte es nichts los. Ja. Gibt's heute mal nichts? Charikov kommt gut alleine zurecht, aber wir fragen uns, ob er wirklich auf sich alleine gestellt war. An seinem Halsband haben wir eine Plakette mit einer Adresse darauf gefunden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sein Besitzer noch am Leben ist und eine Reise ins Ödland ist gefährlich. Sollen wir zur Adresse gehen und uns dort umsehen? Ja. Gehen jetzt alle? Ich dachte, ich kann jetzt jemanden auswählen. Oh, wo ist er hin? Wir packten uns unseren neuen plüschigen Freund, um einen Spaziergang durch das Ödland zu machen und sofort trafen wir auf ein paar Herren mit Mantel, Filzhut und Sonnenbrille. Sie knirschten mit den Zähnen, als sie den Kater sahen und sagten, dass sie ihn schon gesucht hätten. Er gehöre ihrer Großmutter, die ihn schon vermisse. Ehe wir etwas sagen konnten, schnappten sie sich Charikov, dankten uns und gingen davon. Den Kater schien es nicht zu stören. Okay. Können wir etwas Wasser übrigen? Mary Jane fragte nach. Die Tuba war schon schlimm genug, aber Husten, genau. Ja, etwas Wasser für Timmy wäre schön und Wasser für alle quasi. Ja, Mary Jane wird bald sterben, ne? Wir haben an einer der Wände seltsame Pilze entdeckt. Nahrungsknappheit ist nicht lustig. Vielleicht sollten wir uns also ein oder zwei Happen gönnen. Was soll schon Schlimmes passieren? Naja, lass es uns probieren. Was haben wir zu verlieren? Oh, oh.
Oh, oh nein, er hat die Pilze nicht so gut vertragen. Heute haben wir etwas gelernt. Tomatensuppe ist unser beste Freundin, ganz im Gegensatz zu den Pilzen, Igitt. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Bevor unsere Expedition unsere Nachbarschaft verließ, bemerkte sie eine Gruppe Sammler. Wir kannten sie nicht, aber sie räumten ohne Vorbehalt die Gegend leer. Wir haben ihnen dann einen ihrer zahlreichen Rucksäcke gestohlen, als sie nicht aufpassten. Ein Glücksgriff. Es waren einige Dosen drin. Oh, es ist Suppe. Naja, eine. Am Boden des Rucksacks unter etwas, unter einem Dutzend Darmschlüpfer fanden wir einen Verbandskasten. Mary Jane braucht dringend Medizin. Timmy scheint es einigermaßen gut zu gehen, soweit man das in unserer Lage sagen kann. Dolores hat Hunger. Ted hat sich infiziert. Okay, Dolores braucht Essen. Warte mal kurz. Mary Jane braucht dringend Medizin. Scheiße, heilen wir Mary Jane damit? Oder heilen wir Dolores? Oder Ted? Theoretisch, ganz rational gedacht, brauchen wir das für die beiden. Denn wenn Mary Jane überlebt, aber die beiden sterben, haben wir das Spiel verloren. Aber ich will halt nicht so unmoralisch sein und die ist schon so lange krank, ne? Ach, Mary Jane, wir machen das jetzt. Wir schicken dann Mary Jane raus. Wow, ist das hart. Poliert die Stiefel und ist die Flagge. Das Militär ist wieder auf Sendung. Wir haben gesagt, wir sollen unsere Taschenlampe bereit machen und ihr Flugzeug ein Signal geben. Es wird heute Abend über unser Gebiet fliegen. Wenn sie uns sehen, wissen sie, wo sie uns finden. Oh nein. Oh. Oh, hallo. Das Signal muss warten. Wissen die überhaupt, wie viel Taschenlampenbatterien kosten? Vor allem in dieser Wirtschaft, besonders nachdem sie ausgelöscht wurde. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir Scharikow heute Morgen wieder in unserem Bunker. Wir wissen nicht, wie er zurückgekehrt ist oder warum. Hat er uns vermisst, unsere Nettigkeit, unseren Optimismus? Oder will er was von unseren Dosensuppen abhaben? Die Zeit wird es zeigen. Mary Jane, Timmy ist kränklich. Doch, sie hat gestern was gegessen. Also geben Dolores wieder Suppe. Und wir schicken Mary Jane auf Expedition. So wie sie ist. Tut mir leid, Mary Jane. Vielleicht sehen wir sie nicht wieder. Okay. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt. Timmy will Wasser. Dolores will essen und trinken. Und Ted will trinken. Mal gucken, was mit ihm und den Pilzen wird. Dumme Streitereien eskalieren so schnell und die Enge hier macht es nicht besser. Wir unterhalten uns und plötzlich streiten wir uns unentwegt. Hoffen wir einfach, dass wir das schnell überwinden. Okay, der Zustand von den beiden scheint sich ja nicht zu verschlechtern, oder? Und Timmy... Naja, mal gucken. Wir sind durch mit den Streitereien, aber wie lange? Okay, Timmy braucht jetzt was. Dolores braucht einen Arzt. Ted ist zermürbt. Wir geben es Dolores. Seine Neugier hatte der den Kater fast das Leben gekostet. Scharikow hat mit einem Kabel gespielt, das von der Decke hing. Als wir daran zogen, fiel Putz auf unseren Tisch und das Fellknäuel miaute wild. Was ist das eigentlich für ein Kabel? Es kann sich keiner daran erinnern, es vorher mal bemerkt zu haben. Der Kater könnte wütend werden, wenn wir ihm das Kabel wegnehmen. Also sollen wir es ihm vielleicht einfach lassen? Oder sollen wir es genau unter die Lupe nehmen? Du
kannst nicht eine Entweder-Oder-Frage und dann Ja-Nein als Antwort stellen. Obwohl, es ist ja, oder sollen wir es genau unter die Lupe nehmen? Ja, mach das mal. Guck das mal an, was das für ein Kabel ist. Ich dachte, Mary Jane ist wieder da. Wir folgten dem Kabel nach draußen, ach so, und fanden einen halb ausgebrannten Laster, in dem zwei Männer inmitten von blinkenden Lämpchen und Schaltern saßen, deutlich überrascht von unserer Anwesenheit. Das war richtige Weltraumtechnik. Hatten sie uns im Bunker abgehört? Ihre Erklärung, dass sie ein Picknick am Wegesrand machten, überzeugte uns nicht. Selbst Timmy weiß, dass Picknicks hier draußen tabu sind. Und der Wagen hatte nicht einmal Reifen. Timmy sollte was essen. Dolores ist geheilt und Ted hat Hunger. Also die beiden kriegen was zu essen. Die Agenten, die uns ausspioniert haben, stehen jetzt mit einer Erklärung an unserer Falltür. Sollen wir ihnen zuhören? Ja, mach mal. Es waren Agenten, echte Geheimagenten auf Regierungsmission. Sie zeigten uns ihre Ausweise, ganz kurz. Sie haben uns gar nicht belauscht. Sie waren am Kader interessiert. Außerdem wollten sie, dass wir ihnen bei ihren künftigen, streng geheimen Missionen helfen. Wenn wir das täten, würden sie uns in einen Regierungsbunker mit genug Vorräten und sogar Donuts bringen. Hoffentlich kommen sie bald mit weiteren Informationen zurück. Timmy ist genügsam, aber sollte trinken. Alle wollen was trinken. Oh, scheiße. Wir können wirklich ein paar Vorräte gebrauchen. Wir haben sie heute gezählt und das Ergebnis war nicht zufriedenstellend. Zeit zu handeln. Wir wissen, dass ein Lehrer von hier einige Kinder gerettet und sie zu einem relativ sicheren Gebäude in der Nähe geführt hat. Wir können ihre Sachen wirklich gebrauchen. Wir könnten sie wirklich, wirklich brauchen, oder? Rein von der Moralvorstellung würde man jetzt natürlich sagen, oh mein Gott, die armen Kinder, lasst sie überleben. Wenn es hier aber jetzt um Leben und Tod wirklich gehen würde. Ich glaube, dass man so rational wäre und versuchen würde zu handeln. Dass man halt sagt, yo, wir geben euch eine Suppe, dafür hätten wir gern zwei Flaschen Wasser oder sowas. Wir brauchen das Wasser. Boah, ich habe die Errungenschaft, die dunkle Seite bekommen und hier ist eine blutige Hand. Wir haben nichts davon, oder? Doch ein Verbandskasten. Wir gingen hin, nahmen, was wir brauchten und kamen zurück. Wir sind uns sicher, dass es ihnen gut gehen wird. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Timmy ist kein Fan von Spritzen. In Anbetracht der ist Dolores ziemlich ruhig. Und Teds Krankheit. Ja, wir müssen Ted eigentlich... Wir brauchen die Erwachsenen. Lassen wir es so. Alles wäre in Ordnung, wenn da nicht Dolores wäre. Anscheinend geht es ihr nicht gut. Früher war sie energiegeladen und immer gut gelaunt. Jetzt starrt sie nur traurig vor sich hin. Wir sollten etwas tun. Ja, was soll man machen? Sie ansprühen mit dem Insektenspray oder was? Wow, Timmy ist gegangen, oder? Timmy war sehr krank und wir konnten sein Leid nicht lindern, ja. Er ist also gegangen. Als Mary Janes Krankheit immer schlimmer wurde und wir keine Medikamente mehr hatten, machte sie sich selbst auf die Suche nach einem Heilmittel. In einer Notiz führte sie aus, dass sie nicht zurückkomme. In unser Städtchen eh noch nie leiden konnte. Charikov hat heute bewiesen, dass Katzen die besten Freunde des Menschen sein können. Dolores starrte gerade gedankenverloren die Wand an, setzte sich der Kater auf ihren Schoß, um sie aufzumuntern. Dolores beschwerte sich, dass Charikov so stark haare, aber sie scheint deutlich glücklicher zu sein als davor. Problemen geht man am besten aus dem Weg. Das war schon immer unser Motto. Deshalb waren wir umso erstaunter, als Dolores plötzlich völlig durchdrehte. Mary Janes Rückkehr von der Oberfläche in den Bunker hat uns überglücklich gemacht.
Trotz seines eher ruhigen Wesens geriet Timmy vor der Apokalypse hin und wieder in Streitereien. Zuletzt hatte er einen Jungen namens Ethan mit einem Stock geschlagen. Die Eltern von Ethan waren außer sich und luden uns zu sich ein, um Timmys Verhalten zu besprechen. Aber bevor wir uns verabreden konnten, fuhr die Welt zur Hölle. Während unseres Ausflugs kamen wir an ihrem Haus vorbei und klopften, aber niemand öffnete. Wir beschlossen, hineinzugehen und uns umzuschauen. Hinter den Überresten der Küchentheke fanden wir ein paar Flaschen Wasser, nicht unsere Lieblingsmarke, aber es wird schon gehen. Unsere Freunde hatten ein großes, nett eingerichtetes Schlafzimmer mit einem antiken, hölzernen Schrank. Sie müssen große Fans von Kostümpartys gewesen sein. Der Schrank war voll mit verschiedenen Verkleidungen und Requisiten. Was für farbenfrohe und lustige Leute. Zwischen den zahllosen Kleidungsstücken fanden wir eine einwandfreie Gasmaske. Es ist fraglich, ob Dolores bei Verstand ist. Dolores hat sich ausgeruht. Okay. Und Ted hat sich erholt. Oh je, wir haben beide Kinder geopfert. Oh Gott, wir kommen in die Hölle. Ja, wenn Dolores eh durchdreht, schicken wir sie morgen raus. Ein Hausierer ist irgendwie zu unserem Bunker gelangt. Wir kennen ihn noch von vor der Apokalypse. Er brachte einen Haufen Flugblätter und versuchte uns zu überzeugen, einem Programm namens Astro-Bürger beizutreten. Doch wir lehnten ab. Jetzt bittet er um Vorräte und behauptet, dass er uns im Gegenzug ein paar Staatsgeheimnisse verraten wird. Und zwei Flaschen Wasser und wie viel Suppe haben wir noch? Dreimal Suppe. Gebe ich ihm eine ganze Dose wahrscheinlich schon, ne? Nee. Nee, nee. Tag 30. In der Regel trauen wir keinen Hausierern, besonders denen nicht, die sich in Verrat und Betrug üben. Wir sagten ihm, er solle zu seinem Heimatplaneten zurückkehren. Er wurde wütend und stürmte davon. Während er murmelte, dass der Alien-Fürst Yonta unsere Seelen verschlingen würde. Armer Kerl, er schien ziemlich verwirrt. Dolores hat nichts gegessen und ist durstig. Und Ted ist auch durstig. Na? So, schicken wir Dolores, wenn sie irre ist, oder lassen wir Dolores lieber hier? Schicken Ted. Und wir schicken Ted mit den Karten. Ich weiß nicht, ist einfach was Absurdes. Mal gucken, was passiert. Es klopft. Dolores ist immer noch nicht ganz bei Verstand, was immer sie verfolgt. Wir wünschten, es würde einfach weggehen. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Genau. Nee, die lassen wir jetzt erstmal so. Heute kam ein Fremder mit einer rostigen Schubkarre gefüllt mit allerlei Plunder vorbei. Er behauptete, oh nein! Er behauptete, er sei ein Händler und wollte gegen benötigte Waren tauschen. Hätten wir jetzt die Karten, hätten wir ein Getränk mehr. Oh. Na gut. Egal. Wir wollten nicht handeln. Hoffentlich war es die richtige Wahl. Der Händler war nicht sehr glücklich damit. Dolores ist noch immer nicht ganz bei Verstand, was immer sie verfolgt. Okay, das ist es nicht. Dann machen wir jetzt auch nichts. Wir konnten den Militärfunk wiederempfangen. Sie wollen, dass wir mit einer Taschenlampe rausgehen und nach Einbruch der Dunkelheit ihrem Flugzeug ein Signal geben. Wenn alles klappt, können sie uns finden. Vielleicht kommen wir schon bald hier raus. Ja, ging ja jetzt ein bisschen schlecht, ne? Das Signal muss warten. Wissen Sie überhaupt, wie viel? Ja, das hat... Okay, das war ein Flugzeug oder ein Hubschrauber? Nee, ein Hubschrauber war es nicht, ne? Die klingen anders. Also Dolores will was trinken.
Wir träumten immer von einem deutlich besseren Leben, das war vor den Bomben. Jetzt wissen wir, das Leben könnte deutlich besser sein. In gewisser Weise Weise hat sich das gar nicht so viel verändert. Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen auf die brutale Wirklichkeit gefasst sein, die uns erwartet. Dolores ist okay. Dann brauchst du erstmal nichts. Was war das? Hat das Rauschen im Radio gerade kurz aufgehört? Versuchen wir, die Frequenz des Signals neu einzustellen. Ja. Mach das mal. Ich hoffe ja, dass Ted aber irgendwann mal jetzt wieder zurückkommt. Okay, liebe Leute, ich sehe aber auch gerade, wir sind mal 20 Minuten angekommen. Deswegen lasst uns eine kurze Pause machen hier an der Stelle. Und wir schauen in der nächsten Folge, dass hoffentlich Ted zurückkommt, vielleicht auch unsere Kinder, die wir nicht verarztet haben und rausgeschickt haben und sich um sie gekümmert haben. Vielleicht lieben sie uns trotzdem noch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.